Hallo, 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 Friends. We're coming to the end of the gifts of the Holy Spirit. Hallo, hallo, Freunde. Wir kommen zum Ende der Geistesgaben. So, we've talked about the gift of discerning of spirits or to discern what the Spirit says. Wir sprachen also über die Gabe der Geisterunterscheidung bzw. der Unterscheidung, was der Geist sagt. So, now let's continue. Lasst uns weitermachen. And to another the gift of speaking different kinds of tongues. Und einem anderen die Gabe, verschiedene Sprachen zu sprechen. You know, this is something that the Bible doesn't teach a lot of things very clearly, yet I think there are a whole bunch of hints. Das ist etwas, worüber die Bibel nicht sehr klar lehrt. Dennoch glaube ich, dass es etliche Hinweise gibt. I do not believe that the speaking of tongues that the most charismatic Christians do. Ich glaube nicht, dass die von den meisten charismatischen Christen praktizierte Sprachenrede is what the Bible is talking about here. Das ist, worüber die Bibel hier spricht. And I tell you why. Und ich sage dir warum. Because think about, we think that the baptism of the Holy Spirit. Denk nach, wir meinen, dass die Taufe im Heiligen Geist is evidenced by this gift of speaking in tongues. Dadurch bewiesen wird, dass man in Sprachen redet. But I don't agree. Aber dem stimme ich nicht zu. First of all, the Bible is very clear. Erstens ist die Bibel sehr eindeutig. That the evidence of being baptized in the Holy Spirit is not speaking in tongues, but is power. Dass der Beweis der Geistestaufe nicht die Sprachenrede ist, sondern Kraft. Just because they spoke in other tongues, we can't make that as the evidence. Wir können nicht einfach das Reden in einer anderen Sprache zum Beweis machen. Because Jesus was very clear, he said, you will receive power when the Holy Spirit comes. Denn Jesus hat ganz klar gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist kommt. So, we need to look for the evidence of power. Wir müssen den Nachweis also in der Kraft suchen. See, here the baptism of the Holy Spirit is not even mentioned. In diesem Vers wird die Geistestaufe nicht mal erwähnt. Here there are gifts mentioned. Hier werden Gaben genannt. Remember, the gifts of the Holy Spirit he gives at a certain time for a certain purpose. Denk daran, die Geistesgaben werden zu einer bestimmten Zeit mit einem bestimmten Zweck freigesetzt. For the edification, for the good of everybody. Nämlich zur Erbauung und zum Nutzen aller. It's interesting, here he speaks about different kinds of tongues. Interessanterweise ist hier von verschiedenen Sprachen die Rede. Now, remember. Jetzt erinnere dich. At the Acts, in Acts chapter 2, in Apostelgeschichte 2, when the Holy Spirit came, they all spoke in which language? Sprachen sie alle in was für Sprachen, als der Geist kam? They all spoke in a language that was a normal earthly language. Sie alle redeten in ganz normalen irdischen Sprachen. Because the Bible said, denn die Bibel sagt, they all heard them praising God in their own different languages. Jeder hörte sie in ihrer Sprache Gott preisen. And here there are different kinds of languages that God will release at a certain moment for a certain purpose to edify the people in the church. Hier geht es um verschiedene Sprachen, die Gott in einem bestimmten Moment freisetzt mit dem Ziel, die zu erbauen, die zur Gemeinde gehören. And Paul later teaches us more about this. Darüber lehrt Paulus später noch mehr. So here is the question. Die Frage ist also, shall we come together in church and everybody just speak in tongues? Sollen wir als Gemeinde zusammenkommen und jeder in Sprachen reden? And this is what so many preachers today argue about, because the Bible seems to say yes and then it seems to say no. Darüber diskutieren heutzutage so viele Prediger, denn die Bibel scheint mal Ja und mal Nein zu sagen. Especially as we go into chapter 14. Besonders wenn man sich Kapitel 14 anschaut. So, since these gifts are for the good of everybody, da die Gaben zum Nutzen aller sind, this is why he immediately continues and says this to another the gift of interpretation of tongues. Heißt es direkt weiter, und einem anderen die Gabe der Auslegung der Sprachen. So I will give you my own opinion and everybody's free to disagree. Ich sage dir also meine persönliche Meinung und jeder hat die Freiheit, es anders zu sehen. Since everything that has to do with the gifts of the Holy Spirit is for the good of all, da alles, was mit den Geistesgaben zu tun hat, zum Nutzen aller ist, should I go ahead and burst out speaking in tongues loud in the middle of a meeting? Sollte ich dann während eines Treffens anfangen, laut in Sprachen zu reden? If the Holy Spirit releases his gift, then he will also release the gift of interpretation, so then I should do it. Ich glaube, wenn der Heilige Geist diese Gabe freisetzt, dann wird er auch die Gabe der Auslegung freisetzen und dann sollte ich es tun. Because when it's interpreted, everybody will be edified. Denn wenn es ausgelegt wird,
dann wird auch jeder auferbaut. But there are different gifts. Aber es gibt verschiedene Gaben. Different gifts of tongues. Also verschiedene Sprachgaben. You know, and then there is also the ability to speak in tongues through the baptism of the Holy Spirit. Und dann gibt es noch die Fähigkeit, durch die Taufe im Heiligen Geist in Sprachen zu reden. See, when I have the Holy Spirit and He enabled me to speak in tongues, I choose when I do that. Wenn ich den Heiligen Geist habe und er mich befähigt, in Sprachen zu reden, dann entscheide ich, wann ich das mache. That's what Paul later said, I speak more in tongues than all of you. Davon spricht Paulus später, als er sagt, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. But you must not confuse this with a gift that the Holy Spirit releases at a specific moment for a specific purpose. Aber du darfst das nicht mit der Gabe verwechseln, die der Heilige Geist in einem bestimmten Moment zu einem bestimmten Zweck freisetzt. So I don't see any biblical reason. Ich sehe also keinen biblischen Grund, why when we come together we can say, hey, all of us, let's speak in tongues for a while. Dass wir, wenn wir zusammenkommen, alle für eine Zeit in Sprachen reden. Everybody together, it's all about, let's all build ourselves up. Also alle zusammen, damit wir uns alle selbst aufbauen. But, aber, when this gift is released at a certain time, it needs to be interpreted. Wenn die Gabe zu einem bestimmten Zeitpunkt freigesetzt wird, dann muss sie ausgelegt werden. So that the Spirit of God can express himself and edify people who are around us. Damit der Geist Gottes sich ausdrücken und die Menschen erbauen kann, die um uns herum sind. Look how he sums up this whole little teaching about the gift. Schau, wie diese kurze Lehre über die Gaben zusammengefasst wird. In verse 11. In Vers 11. Remember, it is the same Holy Spirit who distributes, activates and operates these different gifts as he chooses for each believer. Denk daran, es ist derselbe Heilige Geist, der diese verschiedenen Gaben verteilt, aktiviert und bewirkt, so wie er es für jeden Gläubigen auswählt. So when I open my mouth and speak in tongues, wenn ich also meinen Mund öffne und in Sprachen rede, that is not the Holy Spirit distributing, activating and operating as he chooses. Dann ist das nicht der Heilige Geist, der verteilt, aktiviert und wirkt, wie er will. That's the Holy Spirit living in me and I choose to express the language that I have been enabled to speak. Das ist der Heilige Geist, der in mir wohnt und ich entscheide mich, diese Sprache auszudrücken, die ich zu sprechen in der Lage bin. The difference is very, very much the same like with faith or with the gift of healing. Der Unterschied ist genau derselbe wie beim Glauben oder der Gabe der Heilung. You know, when the gift of healing operates at a specific time, the Holy Spirit, he actually activates, he has given it, and now he operates it. Wenn die Gabe der Heilung zu einer bestimmten Zeit wirksam ist, dann hat der Heilige Geist sie gegeben, aktiviert und wirkt dadurch. He does it with the gift of faith, the gift of healing. Das tut er mit der Gabe des Glaubens und der Heilung. But that does not mean that I cannot live by faith and pray for the people to be healed, or I cannot live by faith and release miracles for others. Aber das bedeutet nicht, dass ich nicht im Glauben leben und für Menschen beten kann, dass sie geheilt werden, oder dass ich nicht im Glauben leben und Wunder für andere tun kann. Do you see the difference? Siehst du den Unterschied? One is a lifestyle, the other one is a momentary a release of the Holy Spirit. Das eine ist ein Lebensstil, das andere eine vorübergehende Freisetzung durch den Heiligen Geist. And I see the same way with speaking in tongues. Genauso sehe ich es mit der Sprachenrede. While I can always walk in faith, I can always speak in tongues. So wie ich immer im Glauben leben kann, kann ich immer in Sprachen reden. That's what I choose to do, and that's not a momentary gift of the Holy Spirit distributed and activated at that specific time. Ich entscheide mich dafür, das zu tun, und es ist keine vorübergehende Gabe des Geistes, die er gegeben und aktiviert hat, um in dem Moment zu wirken. I hope it helped you a little bit. Ich hoffe, dass es dir ein wenig geholfen hat. Thank you guys and we will continue. Danke Leute und wir werden weitermachen. Thank you. Danke.